Guten Morgen. So, in Ruhe ausgeschlafen hier. Die anderen sind alle überstürzt aufgebrochen, sind gerade mal um 9 durch. Standen ja fünf Autos hier. Auf der anderen Seite von der Hecke ist auch noch eine große Wiese, da standen sie immer. Auch noch zwei oder drei. Ja, ich war jetzt in Ruhe noch Kaffee trinken. Und dann gucke ich erstmal in das Museum hier. Dann wäre ich eventuell, muss ich dann nochmal gucken, was ich mache, ob ich noch was anderes angucke hier in der Gegend oder ob ich erstmal nach Lavaca weiterfahre. Aber der Blick ist schon geil, der geht da hinten in die Berge. Hier kamen die Kinder rein, wenn sie mich gefilmt haben. Wir haben auch viele Kinder gehabt haben. Er soll ein Test sein, beziehungsweise der, den ich noch mit auf dem Ball habe. Hätte ich gestern Abend hergegangen, hätte ich mir 3 Euro Eintritt sparen können. Zwei Meter. 1,50 Meter. Hier war der Hinweis, ist Front of the Area Plattform. Front of the Area Terrasse. You can see your footprint in the transparent of the time and your leg up by the sun. Under the bridge. Do not move quickly, please.
Soll das eine Brücke sein? Eigentlich sollst du ja hier nicht drüber klettern. Ich gucke erstmal, vielleicht kommt man gar nicht oben rum dann. Das Heiligtum ist das bedeutendste Objekt der Siedlung. Es befindet sich auf der östlichen Terrasse der Burgstätte. Der präsentierte Teil stammt aus der Zeit des Baus des Eingangstors. Der ursprüngliche Unterteil des nördlichen Steinpflasters des Heiligtums mit der Opfergrube war zugefüllt und entstand eine neue Opfergrube mit dem südlichen Steinpflaster. Die Steinpflaster des Heiligtums waren mit Holzsäulengängen und Opferfeuerstellen umsäumt. In den Opfergruben waren Überreste der Menschenopfer gefunden. Im 1. bis 2. Jahrhundert vor Christus fanden hier Menschen-, Tier-, Schmuck- und Lebensmittelopferrituale statt. Die Burgstätte. Im Gebiet der nördlichen Karpaten hatten die Burgstätten von der Bronzezeit bis zu dem Anfang des Römerreiches einen ständigen Platz in dem Siedlungssystem. Der Hauptteil der Befestigung war ein Wall. Es war ein Rost, der mit Gestein und Ton ausgefüllt war. Neue keltische Kultureinflüsse äußerten sich auch im Bauwesen und für neue Befestigungen sind typisch beidseitig gefluchtete Steinmauern und komplizierte Verteidigungstorsysteme. Auf den unzugänglichen Plätzen stand gewöhnlich eine Palisade. Zwei erhaltene Teile der Sandsteinfrontmauer stammten aus dem 2. bis 8. Jahrhundert vor Christus. Zwischen den Mauern war eine Stele mit einer Feuerstelle und Opfergaben entdeckt. Das Heiligtumstor ist ein Turmtor mit einem Durchgang ins Heiligtum. Von innen ist es mit einem terrassenförmigen Wall geschützt. Der erhöhte nördliche Teil war mit einer Holzkonstruktion befestigt. Das Tor stammt aus der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts. Der erhöhte nördliche Teil, das wäre dann sozusagen hier war die Holzkonstruktion. Das Tor mit dem Beobachtungsstand. Auf der östlichen Seite war der Oberteil der Burgstätte mit einer anderen Befestigung geschützt. In der südlichen Seite des Tores ist das Querprofil der Befestigung präsentiert. Es war möglich, aus dem Beobachtungsstand den Raum hinter den Abhang zu beobachten. Der Bau stammt aus den ersten Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts nach Christus. Und der Notwohnbau. Das Zweiraumhaus ist teilweise in der Erde untergebracht. Die Wandbalken sind in den Ecksäulen angebracht. Der Vorderraum mit der gedeckten Decke diente zur Arbeit. Der Innenraum mit einer Feuerstelle diente zum Wohnen. Das Giebeldach ist mit Schilf bedeckt. Dieser Bau ist ein Beispiel der Innerbebauung der Burgstätte am Anfang des 8. Jahrhunderts. Ja, hier war es doch nie. Da sind wir 50 Meter weiter runter. Das ist noch ein anderer Weg, das hier zu dem Cash. Das könnte es bald sein, ja.
Ach ja, guck an. Und hier ist der andere Sitzwitsch. Sonst dürfte man ja hier theoretisch nicht was. Gut, kann man den abhaken. Ja, Cash gefunden, aber Brille verloren. Bin extra nochmal hier hochgekraxelt, aber oben auf dem Dings hatte ich ja noch, wo ich die Kamera abgestellt hatte. Bin ich mir zumindest, oder war das beim ersten Mal? Keine Ahnung. Aber ich bin jetzt den Weg zurückgelaufen, hab irgendwie gefunden. Abgegeben wurde auch keine. Cash gehabt. Ach, guckt mal, was da liegt, du. Ich dachte schon, ich muss in den Poprad zum Optiker gehen. Aber ja, hatte ich mich vorhin mal hingesetzt und im Handy gesucht und prompt war sie da. Aber hier sieht man ganz deutlich, dass die ganz schön niedrig Wasser haben. Also nicht da, aber hier an der Seebrücke und vorne an den Bootsstegen. Das sollen Bootsstege sein. Wahrscheinlich schwimmen da. Hier im Vorort von Poprad gibt es eine natürliche Mineralwasserquelle. Ganz unscheinbar, wenn man trinken kann. Wasserqualität ist bestätigt. Ja, wie gesagt, ich hätte noch mal richtig nach dem Bremsklötzer gucken müssen vom Urlaub. Aber ich war gerade in der Werkstatt. Übermorgen habe ich einen Termin.
kriege ich dann hier die Bremsen gemacht. Hätte ich zwar zu Hause selber machen können, aber na gut. Werkzeug wollten sie mir keins leihen, dass ich es selber machen kann. Ein E-Motorrad kam gerade vorbei. Klingt schrecklich. Aber fahren tun sie ja ganz gut. Alternative wäre es vielleicht, aber. In den 20er Jahren hat ja einer ein versteinertes Gehirn von einem Neandertaler gefunden. Habe ich vorhin gelesen. In dem Thermalbad war ich vor 10, 12 Jahren oder wann wir da waren. Da waren wir vor 10, 12 Jahren Skifahren bei Lovatscha. Und da habe ich mir am ersten Tag bin irgendwie blöde hingefallen, aus dem Stand weggerutscht und voll auf den Brustkorb, ohne mich abzufallen. Und ja, tat weh. Aber Zähne zusammenbeißen, ja. Wenn du Ski fährst, kommt ja dann eh Adrenalin, dann merkst du nichts mehr. Jedenfalls tat es aber doch immer höllisch weh. Wenn ich am Lift war, tat es dann immer sehr weh. Und da habe ich dann irgendwie immer mir gesagt, okay, jetzt machst du nochmal eine Abfahrt und dann lässt dich ruhig angehen, trinkst du noch einen Glühwein mehr oder so. Ja, aber jedes Mal, wenn ich am Lift fing es immer an weh zu tun, oder auf dem Lift dann. Aber immer wieder, wenn ich runtergefahren bin, vergisst du den Schmerz und hast dich automatisch wieder am Lift angestellt. Jedenfalls ging mir das so. Und ja, wie so war, ich habe mich dann halt die ganze Woche durchgekämpft. Und wir hatten ein Ferienhaus mit Badewanne. Ich habe mir dann immer richtig heißes Bad eingelassen und gut warm. Und am Freitag waren wir dann hier in dem Thermalbad gewesen. Und seitdem, da hatte ich dann keine Schmerzen mehr. Alles wieder gut gewesen. Ja, und als ich mir letztens so den Kiefer gebrochen hatte, haben sie mich auch durch die Röhre geschoben. Und da haben sie gesehen, ich hatte mal einen Rippenbruch, der wieder verheilt ist. Also hatte ich mir knallhart die Rippe gebrochen, nicht bloß angebrochen, wie ich gedacht hatte. Und wie gesagt, also das Thermalbad hat dann wirklich geholfen. Da hinten scheint was zu brennen. Ich hoffe, jetzt dacht nie jemand, ich bin der Feuerteufel, weil die Brände aus der Sächsischen Schweiz nur ein bisschen eher folgen. Ich weiß gar nicht, ob das im Bad im Hofrat auch so schweflich war.
aber eigentlich riecht das ganze Teil hier total schwindelig. Ja, da hinten, da bin ich wieder unter Beobachtung. Wenn ich dort in die Quelle speichere, in den Testbüro, ganz vor ungefähr gedacht, wo es sein könnte, aber ich dürfen eben mal drum rumlaufen, hat man noch nichts gesehen. Das ist doch mal ein schöner Platz wieder. Autobahn in der Nähe, aber wenn ich das Auto zumache, hört man das nicht mehr. Und hier kann man gleich schön baden gehen. Jetzt gibt es auch erst mal was zu essen.